Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und im heutigen Video werdet ihr einen ja kleinen, aber sehr feinen Dermhäul sehen, meine Lieben. Deshalb, wenn ihr Bock auf dieses Video habt, bleibt gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich doch einfach gerne hier unten. Das ist für euch kostenlos und ihr verpasst keins meiner weiteren Videos. Ja, meine Lieben, warum kommt jetzt schon wieder ein Dermhäul nach kurzen Wochen? Ja, ich habe ja erst vor ein paar Wochen beim DM eingekauft. Ich bin nochmal hin, weil ich unbedingt die neuen Produkte von Milani haben wollte. Viele Mädels hatten sie die Kamera gehalten, dass die Produkte jetzt auch in Deutschland in der DM-Filialen, in der Drogerie zu kaufen gibt. Und da ich schon immer sehr gespannt war auf diese Marke, wollte ich unbedingt ein paar der Sachen ergattern. Leider gab es in keinem meiner DM-Filialen in der Nähe die Produkte. Deshalb habe ich die online bestellt. Die werde ich euch gegen Ende des Videos zeigen. Aber ich bin natürlich nicht mit leeren Händen aus dem DM. Wer schafft das bitte? Also ich nicht. Und habe dann noch ein paar Sachen mitgenommen, die zum Teil auch von euch Empfehlungen waren. Weil natürlich gebe ich euch meine Ratschläge gerne weiter, was bei mir gut funktioniert, aber ich höre auch super gerne auf eure Ratschläge. Und da durften ein paar Produkte mit, die ihr mir gezeigt hättet oder besser gesagt hier angeraten hattet. Mit denen möchte ich auch direkt starten. Das erste ist ein Deodorant. Und ich habe das schon vor einiger Zeit gesagt, ich war ja ein Riesenfan von einem Deo, was es leider nicht mehr gibt. Und ich finde keins, was so hundertprozentig mir gefällt. Und dann hat mir eine ganz liebe Abonnentin ein Deo empfohlen, das werde ich jetzt wirklich ausprobieren. Und da gab es mit der DM-App, ja, ich benutze diese Coupons da auch sehr gerne, wenn ich vor Ort bin in der Filiale, gab es 20% auf Nivea-Deos. Und deswegen habe ich mir direkt zwei mitgenommen. Es hat gekostet 1,95. Dann mit den 20% hat es sich richtig gelohnt. Und das, was die mir empfohlen hat, war das Pure Fresh 0% Aluminium, soll langanhaltende Frische geben. 48 Stunden Deodorantschutz. Und das fand ich halt sehr cool, weil es soll halt ein frisches Deo sein, was frisch hält, aber gleichzeitig auch kein Aluminium enthält. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Deswegen habe ich das direkt dann zweimal mitgenommen, wie gesagt, weil ja diese Aktion dann auch war. Und ja, werde es auf jeden Fall ausprobieren. Vielen lieben Dank nochmal für den Tipp, weil wie gesagt, ich habe noch nie so richtig in den letzten Zeit ein Deo gehabt, was mir so hundertprozentig gefallen hat. Deswegen war ich darauf sehr gespannt. Deswegen durfte das als allererstes mit. Genau. Und was als zweites mit durfte, war ein Produkt aus der Zahnpflege. Ich bin sehr gespannt, wie die sein wird. Ich habe euch ja immer mal wieder erzählt, dass ich Probleme habe mit meinem Zahnfleisch. Ich mache da wirklich, passe mal drauf auf, was ich benutze und wie sehr. Ich stehe sehr auf Zahnbürsten, zum Beispiel mit kurzem Kopf. Die reizen mein Zahnfleisch nicht so. Und mir haben einige Mädels diese Zahnbürste empfohlen. Das ist von Oral-B die Pulsar Pro Expert. Das ist eine Vibrationszahnbürste. Also keine, die mit einem Akku oder so funktioniert, sondern da sind Batterien enthalten in der Stärke Medium. Ja, vibriert für eine tiefere Reinigung. Ich bin sehr gespannt, wie die sein wird. Ich habe es mir auch direkt im Pink mitgenommen. Die hat um die 4 Euro, glaube ich, gekostet, wenn ich mich nicht irre. Und die möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ihr sie schon benutzt, dann schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr die so findet. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Und ja, ich habe ganz, ganz früher mal elektrische Zahnbürsten benutzt und das war nie so richtig mein Ding. Und das ist jetzt so eine Mischung davon mit diesem Vibrationseffekt. Und ja, ich bin gespannt, wie die sein wird. Deswegen durfte die dann auf eure Empfehlung auch noch mit, meine Lieben. Dann habe ich noch ein Produkt aus der Hygieneabteilung mitgenommen. Ich habe euch den schon aufgezeigt. Ich liebe den. Ich benutze den sehr gerne für Handtücher und Küchentücher, auch Bettwäsche, Unterwäsche natürlich. Das ist der Hygienespüler von Denkmit. Ja, den mag ich sehr gerne. Ich nehme den aber auch gerne sonst auch beim Rossmann mit. Aber den von DM mag ich noch ein bisschen lieber und der duftet auch richtig gut. Also kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da auf der Suche seid nach einem guten Hygienereiniger. Dann habe ich auch noch zwei Duschgele mitgenommen, die sommerlich waren und ich war so auf Sommer fixiert, als ich da war. Es sind jetzt ein paar Neuheiten, die ich euch gerne zeigen möchte. Zum einen ein Duschgel, was ich letztes Jahr auch schon hatte von Dove. Das ist das Limited Edition Sommer erfrischendes Sommerritual. Ja, das ist die Pflegedusche mit Rosenwasser und Aloe Vera Duft. Ja, die finde ich sehr, sehr gut. Die hatte ich auch letztes Jahr schon und ja, alles was so auf Sommer geht, ist jetzt absolut mein Ding. Riecht sehr blumig, muss ich sagen. Jetzt nicht irgendwie kokosmäßig wie alle anderen Produkte gerade, aber es riecht wirklich sehr, sehr frisch. Und ja, ich mag das ganz gerne. Die von Dove sind wirklich nicht schlecht. Und die sind auch nicht ganz so günstig zwar, aber wie gesagt, weil es halt eine Sommer-LE ist, habe ich gedacht, nehme ich das mal mit. Und was es jetzt auch wieder gab, auch eine Sommer-LE. Ja, ich habe ja von Isana das, von Rossmann schon mitgenommen mit diesem normalen Sonnencreme-Duft und jetzt habe ich das von Nivea entdeckt. Das ist das Sun Welcome Shine. Das ist das mit dem originalen Nivea Sun-Duft. Auch wenn ich Sonnenschutz von Nivea nicht so gerne mag, finde ich halt den Geruch trotzdem toll. Es riecht echt
total nach Urlaub für mich. Und deswegen, ja, habe ich das dann auch nochmal mitgenommen. So quasi, das waren jetzt so zwei Duschgele, die ich neu entdeckt habe. Von den Balea-Duschgelen durfte keins mehr mit. Da habe ich jetzt echt die letzten Male genug mitgenommen. Deswegen habe ich jetzt nur die beiden aus der Limited Edition mitgenommen. Dann habe ich auch was im Bereich der Gesichtspflege mitgenommen. Und zwar habe ich euch das im letzten Haul gezeigt, dass ich ja versehentlicherweise von der Ultra-Sensitive-Reihe, dieser Balea-Med-Reihe, die Reinigungsmilch statt des Wassers mitgenommen habe, weil ich da einfach mich vergriffen habe. Deswegen habe ich jetzt nochmal das Gesichtswasser mitgenommen. Ich mag das total gerne. Immer wenn ich mich schminke, gehe ich vorher nach der Reinigung immer einmal mit einem quasi Tuch über mein Gesicht mit dem Reinigungswasser. Also es ist eigentlich Gesichtswasser, aber ich kläre damit so ein bisschen mein Gesicht und ich finde das super angenehm. Die liebe Melanie vom Kanal Mello Flori hatte das schon sehr oft empfohlen und ich habe es dann irgendwann mal ausprobiert und ich muss sagen, ich finde es super. Meine Flasche ist jetzt so gut wie aufgebraucht. Deswegen habe ich dann, weil ich schon mal da bin, das auch nochmal direkt mitgenommen. Kostet so, ich glaube, um die 3 Euro. Aber ich komme damit super lange aus. Also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr gut. Dann habe ich noch zwei Masken mitgenommen. Ja, wie soll es auch anders sein? Eine Maske, die ich schon mal hatte. Und dann habe ich mir noch eine von dieser neuen LE. Ja, das ist, auch diese LE ist so schön. Ich liebe die. Auch die Fußcreme, die ist mega gut. Das werdet ihr auch im nächsten Monatsfavoriten-Video sehen. Ich fand die Maske, die habe ich jetzt auch schon einmal benutzt, fand ich super. Deswegen habe ich mir sie nochmal mitgenommen. Das ist, wie gesagt, die Tagträumer-Maske mit bezauberndem Traumduft. Riecht wirklich sehr angenehm. Und welche Maske dann noch mit durfte, ist diese hier. Das ist die mit dem Koala. Die ist einfach so, so süß. Das ist die Balea-Tuchmaske Be Fresh. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Eukalyptus-Extrakt. Und dann sieht die auch noch so aus wie ein Koala. Also richtig, richtig hübsch. Deswegen habe ich dann die beiden Masken auch noch mitgenommen. Und ich habe dann in der Abteilung, wo Gesichtspflege ist, auch noch etwas Neues entdeckt. Und oh mein Gott, ich bin ein Riesenfan von dieser LE, weil ich den Geruch so gerne mag. Ich bin ein riesen Sol de Janeiro-Fan, habe ich euch schon oft genug gezeigt und auch gesagt. Und die haben ja auch, also die Originalmarke hat ja auch ein Lippenprodukt, der kostet, glaube ich, irgendwie 10 Euro oder so. Und jetzt habe ich die Lippenpflege von diesem Tropical Wipes, von dieser Limited Edition entdeckt, mit den gleichen Inhaltsstoffen, mit dieser Kupazu-Butter und dem Acai-Öl. Und ja, oh mein Gott, ich habe gedacht, das nimmst du mit. Das war auch nicht so günstig. Also die normalen Labellos von Balea kosten ja nur um die, ich glaube, 65 Cent. Das hat jetzt 1,95, glaube ich, gekostet. Und ja, ist aber natürlich auch ein etwas größeres Stick, wie ihr seht. Die normalen sind ja nur so ungefähr. Und der ist jetzt natürlich um einiges größer. Der ist auch zum Drehen ganz normal und auch einiges dicker, wie ihr seht. Sieht schon fast aus wie so ein Make-up-Stick und es riecht wirklich so toll. Es riecht genauso wie die Creme, wie das Schimmeröl. Ich bin ein Riesenfan dieser Reihe, gerade für den Sommer. Deswegen durfte dieses Produkt natürlich auch noch mit. Ich bin ja ein riesen Lippenpflege-Fan und ja, dann noch für den Sommer mit dem. Fand ich richtig cool, deswegen durfte das natürlich auch noch mit. Dann komme ich zu meinem letzten Teil aus dem normalen Haul quasi, als ich da war. Und zwar, das hatte auch die liebe Nathalie vom Kanal Nathalie Beauty in die Kamera gehalten. Fand ich sehr, sehr cool, denn es ist eine kleine Größe. Ich bin ja ein riesen Hitzeschutzfan, unbedingt immer wieder benutzen, auch heute. Ich habe jetzt, weil ich Bad Hair Day hatte, mir so ein paar Wellen reingemacht. Und ja, habe mir gedacht, das nehme ich mal mit zum Ausprobieren. Denn ich bin ein riesen Fan von dem Langhaarmädchen Hitzeschutz. Und ich mag auch das von Gattobise sehr, sehr gerne. Diesen Hitzeschutzengel, glaube ich. Und dann habe ich halt das entdeckt. Und das ist eine kleine Größe. Sie hatte das in die Kamera gehalten. Das ist ein Hitzeschutzspray von der Balea Eigenmarke. Und da ist eine 75 ml drin. Finde ich sehr praktisch, gerade wenn man mal vielleicht reisen sollte, wenn das demnächst hoffentlich wieder möglich ist. Dann braucht man im Urlaub nicht die große Pulle mitnehmen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Deswegen habe ich das auch nochmal mitgenommen. Auch wenn kleine Größen ja vom Preis her nicht sich so sehr lohnen, finde ich es aber auch zum Testen mal ganz gut. Dann hat man nicht eine volle Flasche zu Hause stehen, meine Lieben. Das war das, was ich regulär im DM gekauft habe. Kommen wir jetzt zu dem, was ich online geshoppt habe. Ja, meine Lieben, ich hatte es euch ja schon direkt auch auf Instagram gezeigt. Deshalb, falls ihr mir da noch nicht folgt, dürft ihr das gerne tun. Schaut da einfach unten in meiner Infobox. Da ist ganz unten mein Instagram-Name verlinkt für euch. Da dürft ihr gerne einmal vorbeischauen, weil da zeige ich manchmal die Sachen einfach ein bisschen früher. Und dann habe ich da von den Milani-Produkten ein paar Sachen bestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie sehr gerne vor Ort ausprobiert. Das ist immer noch was anderes, als wenn man die Sachen online bestellt. Das ist halt einfach so. Nur wie gesagt, in unseren drei DM-Filialen gab es das einfach nicht. Gerade was das Blush, was die Blushes angeht, hätte ich super gerne probiert, denn ihr wisst das, ich bin ja nicht der hellste
ganze Hauttyp, ich bin eher so ein Medium-Hauttyp. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es einfach so, dass ich nicht jedes Blush tragen kann. Deswegen habe ich mir auch nicht den Luminoso bestellt, weil der mir einfach ein bisschen sehr, ja, hell erscheint ist. Und dann dachte ich mir, wenn ich den jetzt nehme, dann kann ich den nur als Topper benutzen. Deswegen habe ich ein anderes mitgenommen oder besser gesagt bestellt. Das ist das in der Farbe 03 Berry Amour. Das ist ein Baked Powder Blush und das sieht einmal so aus. So ein bisschen braun, rosa. Also wir werden die Produkte auch im nächsten Video oder im übernächsten Video definitiv ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, euch das Video abzudrehen, aber wir werden auf jeden Fall die Produkte unter die Lupe nehmen. So sieht das einmal aus. Hat auf jeden Fall auch ein, ja, ich würde sagen, so ein Schimmer mit drinne. Sieht sehr interessant aus, werden wir auf jeden Fall bald ausprobieren. Dann durfte auch eine Lidschattenpalette mit, die hatten zwei online. Und zwar einmal diese hier mit den neutralen Tönen und dann hatten die noch eine mit so einem Grünton. Die fand ich auch sehr schön, aber ich bin halt schon der Typ, auch wenn es heute nicht so aussieht, der eher so auf die neutralen Farben steht im Alltag vor allen Dingen, auch wenn ich verschiedene Looks gerne tragen mag. Aber wenn ich nicht weiß, was ich nehmen soll, dann nehme ich meistens eine neutrale Palette. Und da habe ich mich für die 110 Partner in Crime Most Wanted Palette entschieden. Die Farben sehen sehr hübsch aus. Ich habe die noch nicht geswatcht, ich habe die nur schon mal geöffnet, damit ich da euch die besser zeigen kann. Eine wunderschöne Palette mit sehr neutralen und warmen Farben. Wir werden, wie gesagt, ja, einen Look damit schminken. Ich bin sehr gespannt, wie die performen werden, wie die Pigmentierung ist, weil ich muss auch dazu sagen, ich fand jetzt auch die Produkte nicht sehr günstig. Also das Blush war so um die 13 Euro, die Palette war so auch um die 13 Euro. Und ja, also das war jetzt gar nicht so günstig alles. Auch die Foundation hat um die 15 Euro gekostet. Das ist die, ja, nicht nur eine Foundation, sondern der ist auch Concealer wohl automatisch mit drin. Milani Concealer Perfect 2-in-1 Foundation und Concealer. Ja, ich habe mir da den dunkelsten Ton bestellt. Es gab leider nur 4 Farbnuancen und wie gesagt, ich konnte jetzt die Farben nicht swatchen. Ich habe mich einfach für den dunkelsten Ton entschieden und selbst der wirkt für mich ein bisschen hell, muss ich dazu sagen. Ich habe mich für die Farbe 04 Medium Beige entschieden. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die performen wird. Hier ist einmal, seht ihr das, als Spender kommt es, so ein, ja, Pumpspender. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die ist, auch von der Deckkraft her. Also ich bin ja nicht so ein riesen Foundation-Fan, auch wenn ich heute wieder eine trage. Und ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, wie die so performen wird. Genau wie dieses Produkt, das hat mich auch sehr angesprochen, ja, was Lippenprodukte angeht. Ich bin mal ein Mädchen, was auf matte Lippen steht. Da mag ich aber auch so plumpige Glosse total gerne. Und der von Milani in dieser Barbie-Farbe hat mich halt total angesprochen. Eine sehr, sehr schöne Farbe, die nennt sich Keep It Full Nourishing Lip Plumper. In der Farbe, ich glaube, 04 Luminoso. Also der heißt so wie der quasi der Blush und ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Das werde ich natürlich auch jetzt nicht tun. Ich möchte mir das gerne fürs Video aufsparen. Ein ziemlich großer Applikator, muss man sagen. Ja, und er riecht auch ein bisschen. Wir werden das, wie gesagt, in einem Video demnächst ausprobieren. Und der war auch nicht so günstig. Aber wie gesagt, ich wollte die Sachen gerne ausprobieren. Und ich finde, ja, deswegen da habe ich das mit dem Online-Bestellen jetzt einfach mal gewagt. Und ich hoffe einfach, dass die Farben passen werden, meine Lieben. Das war's auch schon. Ein kleiner, kurzer, knackiger DM-Haul für euch mit ein paar, ja, Neuheiten, ein paar neuen Produkten. Und mich würde natürlich interessieren, ob ihr auch schon ein paar der neuen Produkte ja, geshoppt habt. Gerade auch die Milani-Produkte. Wer von euch die Sachen schon ja, ausprobiert habt, schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!